H4 natürlich. Das ist so super. Springer A3. Er frisst den Bauern gar nicht. Das war's. Leider kann ich Dame G5 nicht ziehen. Ich gebe mal ein Schach. Ein Schach, ein Schach, ein Schach hat er gesehen. Wollen Sie Damen tauschen? Den kann ich ja decken mit Springer E3, Turm F1, Springer E3. Und wenn ich nehme den dann mit dem Bauern. Springer E3 ist mir eigentlich sowas von egal. So ist überhaupt B7, wie praktisch. Ach ja, auf der Springerschacht, der Läufer deckt das ja. Deswegen ergibt das keinen so großen Sinn, wenn ich das so anstrebe. Aber ich kriege dadurch seinen Turm vom Brett. E4, bringt mir das was? Greift ihn jetzt an. Na, E4 wäre natürlich die, obwohl ich muss ja den Turm retten. Deswegen war das nicht die Alternative, also E4 zu ziehen. Kann ich sagen, dass meine Gegner ein bisschen erbostet über meine Eröffnung, ist erstmal E4. Der muss ja nicht einstehen. Ah, ich sehe schon mal den Good Game Button aufleuchten hier. Zack, Good Game. Good Game. Gegen den habe ich schon mal gespielt. Ja, 4 zu 1. Wie konnte ich eigentlich gegen den verlieren? Einige, da muss ja aber ganz schön. Ja, ich trinke ja keinen Alkohol, also hackedicht kann ich da nicht gewesen sein. Hacke blöd. Da war ich ganz früh am Morgen, das war ich gegen jeden. Ich trinke keinen Alkohol. Komisch, dass man sich aber so vielen Leuten wann entschuldigen muss, dass man keinen Alkohol trinkt. Ich mache es eben nicht. Ich kann ja mal die Partie dranhängen, wenn ich die verlieren sollte. Dann wird da Stillschweigen drüber bewahrt. Die wird da nicht mehr erwähnt. Das Video ist gerade beendet gewesen. Wenn sie nie sehen hier, was hier passiert ist. Ein halb plus, ich sehe da keinen Sinn drin. In ein halb plus null. Ich spiele eigentlich den Spitzenzug hier A5. Dame H5. Vor lauter Aggro über meinen beschissenen, ich meine, über meinen fantastischen Zug. So, jetzt soll ich aber doch schon zumindest mitbekommen, was für Züge er macht.
Ich hätte auch hier hinziehen können. Hätte Fahrradkette jetzt, ich war da schon ganz groß rochieren. So, dass viele Fischer Random Chess spielen. Benebelt wohl das Gehirn. Das war hier Konzentrationsrülpsen, das müsste jetzt sein. Springer E5. Ah, mir fällt aber nichts anderes ein. Wenn einem gar nichts anderes einfällt, dann zwirbelt man sich in eine Flasche Unterberg rein. Was mache ich denn hier? WTF, jetzt sollte ich mich aber allmählich mal wieder ein bisschen konzentrieren hier. Gut, dass ich den hatte. War nur aus der Absicht hier. Einen Bauern durchgewonnen. Fantastico. Meine Güte. Fantastico. Lefort gewinnt aber noch einen Bauern durch dieses fantastische Manöver. War natürlich total gewollt. C6 wäre mal eine Maßnahme. Sieht beides scheiße aus, aber ich mach mal den. Da habe ich mehr Felder. Fantastico! Ach, den macht er. Nicht das Schach, verstehe ich gar nicht. Es hätte doch so gut ausgesehen, das Schach, oder nicht? Meine Güte, ich bin so gut. Ich kann mein Glück gar nicht begreifen. Ziehe natürlich den noch. Ich drohe einfach die Dame zu holen. Gut, Gabe. Das muss es aber reichen. Man darf sein Glück nicht überstrapazieren. Er hatte auch von lauter Aggro. Und als ich A5 gezogen habe, hat der Dame A5 gezogen. Also, das dürft ihr nicht machen, Leute. Wenn der Gegner sowas spielt, müsst ihr ganz normal weiterspielen. Wer war das? Bernd Fäustel? Der immer so komische Sachen gespielt hat, wie D4, Springer F6, C4. Kann er schon Springer E4? Ich weiß das gar nicht. Irgendwie geiermäßig oder so. Der hat ja nämlich mal geschrieben, die größten Probleme hätte er gegen nicht so starke Spieler gehabt. Weil die ganz normal weitergespielt haben. Und die starken Spieler, die wollten jetzt unbedingt widerlegen, was er da gespielt hat. Und dieses Widerlegen hat quasi im Prinzip ihr eigenes Spiel widerlegt. Denn das ging einfach nicht. Und die schwachen Spieler, die haben ganz normal ihre Puppen entwickelt, also Läufer auf gute Felder etc. pp. Rochiert, ganz normal weitergespielt und haben dann einfach besser gestanden. Dame H5. Lass mich nicht provozieren mit A5. Vielleicht mache ich ja noch eine Partie. Meine Güte, ihr habt auch ein Glück, Leute. Ich kann selber nicht glauben, wie glücklich ich euch mache. Auch hier gegen A5. A4, B3 schlägt, Knight F6, das sieht so gut aus hier. Was haben wir jetzt hier? Springer A6. Ich baue mal die primitive Batterie auf. Damit C7. Und dann hier. Das ist jetzt doch zu primitiv. F5, is it possible? Man muss ja kreativ sein. Schach ist ein kreatives Spiel und nicht einfach nur das Auswendiglernen von Zügen. E5, E5, Springer, Springer, Turm. Ja.
Springer schlägt F2, E4, aber bringt mir das was? Das ist so gut. Aber was auch Springer F2 kann, auch Läufer schlägt F5 spielen. Ist also nicht so gut, wie ich dachte. Das funktioniert gar nicht. Entweder ich nehme auf D4 oder ich mache irgendwas Gezwirbeltes. War, ich nehme auf D4. Er droht ja sowieso selbst zu nehmen. Okay. G5, G4 wäre auch eine gute Idee, hoffe ich mal. Nicht, dass ich mich wieder in den Abgrund reiße. Das kann ich ja gut. Ach, ja, scheiße, die Idee ist für G5. Spielplan, den Plan, den ich vorher hatte. Stelle ich die Qualität ein. Wie hohl. Gut, Gary, bescheuert. Der hat der Gegner felsenfest gerechnet, dass ich. Keine Ahnung, den Bauernschlag. Wer denn überhaupt C4 gegangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß die Züge nicht mehr. Ja doch, er hat fest damit gerechnet, dass ich mit dem Bauern schlage. Auf D4 und dann das Damenschach. Ich habe aber mit der Dame geschlagen, deswegen ist er natürlich ein Einsteller. Ha, muss mit allem rechnen, Leute. Das Schlimmste sind die schlechten Züge der Gegner, weil mit denen rechnet man nicht. So, drei Partien. Alle guten Dinge sind drei. Da gibt es jetzt auch nicht so viel Geschrei. Schau, Leute, bis zum nächsten Mal. So viel, ich weiß, wie lade ich alle Partien auch noch hoch. Vier Partien an einem Tag. Meine Güte. Ich kann mein Glück gar nicht begreifen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.